Also, herzlich willkommen, sehr geehrter Herr Steensen, sehr geehrte Damen und Herren. Ich begrüße Sie im Namen der Veranstalter dieser Veranstaltung und der gesamten Veranstaltungsreihe sehr herzlich hier in Husum. Mein Name ist Hauke Petersen, ich bin Stellvertreter des Landesbeauftragten für politische Bildung, einem der drei Kooperationspartner, die diese Veranstaltung hier jetzt gemeinsam durchführen. Und ich mag gerne auch nochmal die anderen beiden Veranstalter nennen. Das ist zum einen die Abteilung für Regionalgeschichte der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel und zum anderen der ADS-Grenzfriedensbund. Beide Institutionen sind hier auch heute personell vertreten und ich darf eben für diese drei Institutionen Sie heute Abend hier begrüßen. Wir kommen heute zusammen anlässlich des 100-jährigen Jubiläums der Grenzziehung von 1920, die sich im nächsten Jahr eben zum 100. Mal jährt. Die drei Kooperationspartner, die ich jetzt schon genannt habe, veranstalten eine Veranstaltungsreihe, eine ganze Reihe von Vorträgen, insgesamt 9 Veranstaltungen und diese ist insgesamt jetzt mittlerweile schon die 4. Wir waren schon in Kiel mit einer Eröffnungsveranstaltung, wo es um die 1200-jährige Geschichte der deutsch-dänischen Grenze und der Grenzregion ging. Wir waren in der dänischen Zentralbibliothek in Flensburg und haben über die dänische Minderheit gesprochen. Letzte Woche waren wir in Admarado und haben über Pastor Schmidt-Wodder gesprochen. Und Peter Opp, der Referent der letzten Woche, ist auch hier jetzt gerade noch unter uns. Es geht im Januar weiter mit der Veranstaltungsreihe. Am 15.01. sind wir in Schleswig, wo es um das Verhältnis der Minderheit zur Mehrheit in der Grenzregion geht. Wenn Sie die weiteren Veranstaltungen, zähle ich jetzt nicht nochmal alle auf, denn wenn Sie da noch weitere Informationen haben möchten, da vorne auf dem Tisch haben wir nochmal so ein paar von diesen Flyern ausgelegt, wo alle Veranstaltungen drin aufgeführt sind. Und ich habe mir erlaubt, auch, das geht jetzt nur sozusagen um meine eigene Institution, um den Landesbeauftragten für politische Bildung, das gerade ganz frisch heraus erschienene Programme für das erste Quartal 2020 mitzunehmen. Ein paar Exemplare liegen da vorne auch aus, nehmen Sie sich gerne welche mit. Heute geht es also aber konkret um die Friesen als eine von drei in der Landesverfassung geschützten Minderheiten. Und der Titel von Professor Steensen spielt schon darauf an, die in Anführungsstrichen vergessene Minderheit, Fragezeichen, dass die Friesen zumindest im Vergleich zur dänischen Minderheit in Südschleswig doch eine deutlich geringere Aufmerksamkeit in der öffentlichen Wahrnehmung spielen. Warum das so ist, das vermute ich mal, werden wir heute auch miteinander diskutieren und ich freue mich auf den Vortrag von Professor Steensen. Auch wenn Herr Steensen den allermeisten von Ihnen hier wahrscheinlich wohl bekannt ist, nehme ich mir trotzdem nochmal raus, ihn nochmal hervorzustellen. Herr Steensen wurde 1951 in Bredstedt geboren, ist Historiker. Er leitete von 1987 bis 2018 das Nordfriesk-Institut in Bredstedt. Das ist die zentrale wissenschaftliche Einrichtung für die nordfriesische Sprache, Geschichte und Kultur in Nordfriesland. Seitdem arbeitet er als freier Autor und seit Juni 2019 ist er außerdem ehrenamtlicher Vorsitzender der Gesellschaft für schleswig-holsteinische Geschichte. Seine Doktorarbeit mit dem Titel Die friesische Bewegung in Nordfriesland im 19. und 20. Jahrhundert, Klammer auf, 1879 bis 1945, Klammer zu, hat Professor Steensen 1986 erschienen und seitdem hat er zahlreiche, man könnte wirklich eine sehr lange Liste jetzt aufzählen, zahlreiche Publikationen zur nordfriesischen Geschichte und Kultur geschrieben bzw. herausgegeben. Ich möchte Sie nicht lange auf die Folter spannen, wir werden jetzt den Vortrag von Professor Steensen hören, danach haben wir die Möglichkeit noch mit Ihnen auch zu diskutieren, mit dem Publikum zu diskutieren. Ich danke Ihnen schon mal für Ihre Aufmerksamkeit und wünsche uns einen erkenntnisreichen und spannenden Abend. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Petersen, für die freundliche Einführung. Meine Damen und Herren, meine Tochter Güde hat die Eingangsfolie so schön animiert. Das möchte ich Ihnen doch einmal zeigen. Das wäre ja schade, so viel Zeit muss sein. Nun, sind die Friesen eine vergessene Minderheit? Dieses Thema habe ich mir nicht ausgesucht. Es ist mir gestellt worden von den Veranstaltern. Was können Sie erwarten von diesem Vortrag? Ich möchte Ihnen die Geschichte der friesischen Bewegung gewissermaßen im Schnelldurchlauf, im Zeitraffer
vermitteln und werde dann, so ist es ja von den Veranstaltern offenbar gewünscht, an einem gewissen Meilenstein dann immer wieder die Frage stellen, wurden die Friesen nun damals vergessen? Wenn ja, wer vergaß sie? Und warum hat man sie vergessen? Ich werde mich in dem Vortrag vor allem fast nur auf die Nordfriesen konzentrieren. Da war es auch die große Frage, sind sie nun eine Minderheit oder nicht? Es wird nur Seitenblicke geben auf Ostfriesland und Westfriesland, obwohl wir auch einen Gast aus Ostfriesland heute Abend hier haben. Das freut mich natürlich sehr. Wann beginnt die friesische Bewegung eigentlich? Wir können ungefähr 200 Jahre zurückgehen. Ja, wir gehen einmal genau 200 Jahre zurück. Im Jahre 1819 erscheint dieses Buch. Es ist die Nordfriesische Chronik, die Anton Heimreich, Pastor auf Nordstrandisch Moor, ja bereits 1666 herausgegeben hatte. Und die wird nun von Nikolaus Falk, einem bedeutenden schleswig-holsteinischen Historiker, neu veröffentlicht. Wir stehen also am Beginn des 19. Jahrhunderts und es ist die Zeit, die manchmal genannt worden ist, Erwachen der Völker. Das Erwachen der Völker. Das heißt, viele Völker besinnen sich zurück auf ihre eigene Geschichte, auf ihre eigene Sprache und Kultur. Und das können wir, diese einzelnen Phasen, das ist ja das Zeitalter der Romantik, in Deutschland geprägt durch Herder, in Dänemark durch Grundtvig. Das können wir auch in Nordfriesland erkennen. Es beginnt eben mit diesem Buch im Grunde hier 1819, die Nordfriesische Chronik wird wieder neu herausgegeben. Wir schauen uns auch einmal an, wer es tat, Nikolaus Falk. Er stammte aus Emmerlev, wurde dann Jurist und Historiker an der Kieler Universität. Er wollte eine friesische Geschichtsgesellschaft gründen, weil ihm Nordfriesland so wichtig war. Er meinte, das, was die Liberalen in Schleswig-Holstein wollten, nämlich eine freiheitliche Verfassung, das hätten doch die Friesen eigentlich schon sehr lange gehabt. Darum galt sein besonderes Interesse den Friesen. Als das dann nicht ins Werk gesetzt werden konnte, diese friesische Geschichtsgesellschaft, hat er die Gesellschaft für schleswig-holsteinische Geschichte gegründet und ist dann der erste Vorsitzende dieser Gesellschaft geworden, Nikolaus Falk. Diese Gedanken der Romantik werden auch von einzelnen Menschen in Nordfriesland aufgegriffen, von Intellektuellen, zum Beispiel von diesem Mann. Er ist Pastor, kommt aus Westerschnatebüll, ist Pastor in Norderhackstedt, also etwas außerhalb von Nordfriesland. Er gehört zu der sehr bekannten nordfriesischen Familie Feddersen, aus der beispielsweise auch der Kunstmaler Hans-Peter Feddersen hervorgegangen ist, der ja nach Nolde gemeinhin als der bedeutendste Kunstmaler Schleswig-Holsteins gilt. Er ist nun eben von diesen Gedanken durchdrungen. Ein Volk, es soll sich um seine Geschichte kümmern, um seine Sprache kümmern. Und er kommt nun zu dem Ergebnis, wenn man das auf die Friesen anwendet, dann sind sie ja eigentlich nicht deutsch, denn sie sprechen ja Friesisch, sie haben auch eine eigene Geschichte, auch nicht dänisch, obwohl ja Nordfriesland damals zum dänischen Gesamtstaat gehörte, sondern es sind Friesen. Da kommt zum ersten Mal dieser Gedanke auf. Und er beschreibt dieses, was er hier empfindet, natürlich in der Sprache seiner Zeit, aber ich meine, es sind sehr bemerkenswerte Gedanken und die möchte ich Ihnen einmal vorlesen. Er schreibt in diesem dieser kleinen Schrift 5 Worte an die Nordfriesen. Ihr habt von Gott ein eigen Land, eine eigene Natur des Geistes und Gemütes, eine eigene Geschichte, also eine eigentümliche Bildung durch Natur, Bestrebungen und Schicksale. Ihr habt auch eine eigene Sprache, die dem allen angemessen ist. Jeder Mensch muss immer sein eigentümliches, von Gott ihm aufgedrücktes Gepräge bewahren, so denn auch jedes Volk. Jeder Mensch muss alles im Leben gewonnene Gute bewahren und mehren, so denn auch jedes Volk. Nicht meine ich, dass ihr eure Nachbarn verachten solltet. Das werdet ihr auch nicht tun. Nur der Unerfahrene, der Welt und Menschen durchaus nicht kennt, der immer nur in seinem engen Volkskreise sich bewegte, vermag dieses zu tun. Nur der Gedankenlose vermag es. Nur der, welcher bloß von Volksliebe etwas weiß, aber nichts von Menschenliebe. Und zu solchen Unerfahrenen, zu solchen Gedankenlosen,
zu solchen Engherzigen werdet ihr euch nicht gerne rechnen wollen. Eine ganz bemerkenswerte Aussage nach meiner Auffassung, und er sagt dann weiter, Nordfriesland soll werden ein freundlich leuchtender Punkt neben den deutschen und den dänischen Landen. Also er gibt den Friesen eine gewisse, eine sehr starke Selbstständigkeit, einen sehr großen Selbstwert. Und es ist dieses eine sehr idealistische Auffassung dieses Nationalgedankens, der sich ja aus der Romantik heraus entwickelt. Christlich geprägt, humanistisch geprägt. Man könnte dieses auch heute noch so, meine ich, unterschreiben. Wenn man die Rede des Bundespräsidenten Steinmeier zum Thema Heimat liest, das sind im Grunde dieselben Gedanken. Das ist der eine, dieser humanistische Pol des nationalen Gedankens. Er kann aber, das wissen wir, auch in extreme Formen gehen. Und auch das finden wir ziemlich zu Anfang der friesischen Bewegung. Auch das möchte ich Ihnen zeigen an diesem Mann. Es ist Knut Jungbohn Clement, der von der Insel Amrum stammt. Er ist Dozent an der Universität in Kiel. Er ist deswegen also im Zentrum auch der schleswig-holsteinischen Bewegung, die nun erwarten, dass die Friesen doch deutsch sein sollen. Vielleicht ist es auch darauf zurückzuführen, dass er nun die Friesen in besonderer Weise glorifiziert, ja sie fast heroisiert. Und so schreibt er zum Beispiel in seiner Lebens- und Leidensgeschichte der Friesen, insbesondere der Friesen nördlich von der Elbe. Bei allen Friesen das fremde Gemisch ausgenommen sind die himmelblauen Augen, das blonde Haar, die Wohlgestalt und vor allem die schiere Farbe charakteristisch. Sie haben im Durchschnitt einen scharfen Blick und ernste Züge. Im Ganzen genommen ist etwas Edles und Reines im friesischen Angesicht und so weiter und erhebt sie ab von den Slawen. Das sind tatsächlich erste Anklänge eines rassistischen Gedankenguts. Auch das muss man klar benennen, das hat es bei den Friesen sehr selten gegeben, aber eben dieser andere Pol des nationalen Gedankens, der findet sich gleich zu Anfang der friesischen Bewegung auch. Es kommt übrigens dann um diese Zeit ein Reiseschriftsteller aus Bremen nach Nordfriesland, es ist Johann Georg Kohl, der dann seine Eindrücke von seiner Reise an der Westküste des Herzogtums Schleswig zusammenfasst in einem Buch. Er kommt auch auf Clement, ihm fällt dieses Buch in die Hände. Er spricht von einer Frisomanie, die darin zum Ausdruck kommt. Und er führt nun diese Gedanken von Clement, die Friesen, das edelste Volk, und so, führt er ad absurdum. Und das möchte ich Ihnen auch einmal kurz vorlesen. Also er versucht jetzt, Clement hier auf den Punkt zu bringen und persifliert das im Grunde. Nach Clement sind die Germanen das erste Volk der Welt. Unter den Germanen sind entschieden die edelsten, die Friesen. Und kaum bedarf es eines Beweises, doch wird diese Behauptung durch folgende Punkte unterstützt. Zunächst haben die Friesen in ihrer Sprache mehr Ausdrücke für reinigen, putzen, abwischen, scheuern, abwaschen, auskehren und so weiter als irgendein anderer deutscher Stamm, nämlich 16. Das beweist, dass sie die reinlichsten Menschen sind. Endlich haben die Friesen wie die Engländer ihre Nachkommen den vorzüglichsten Wuchs, die reinste Hautfarbe, den fleckenlosesten Teint, den hellsten Verstand, das zarteste Herz. Friesischer als alle Friesen, die allerfriesischsten unter den Friesen, sind die Bewohner der kleinen Insel Amrum. Denn sie haben als am entferntesten liegend ihre Sitten nie mit denen der verderbten Geestvölker gemischt. Mithin findet sich hier auf Amrum, wie aus allem Vorigen logisch und unabweislich zu folgen scheint, die Krone, der Gipfel und die Blüte der Menschheit. Wie alle Gipfel nur schmal und klein sind, so ist auch diese Insel nur eine Meile lang und die ganze Amrumer Nation zählt wohl kaum 600 Seelen. Ja, da wird dieses Gedankengut also ad absurdum geführt, so kann man sagen. Nun, es ist ja die Zeit auch, in der nun die Frage aufkommt, dieses Herzogtum Schleswig, wozu gehört es eigentlich? Wir haben eine dänischsprachige Bevölkerung im Norden, eine deutschsprachige im Süden und eben die
die Friesen. Und es kommt jetzt der nationale Gegensatz im Herzogtum Schleswig sehr stark auf. Und es stellt sich eben die Frage, ja, wie ist es nun eigentlich mit den Friesen, wozu gehören die? Und beide Seiten, oder insbesondere die deutschen Schleswig-Holsteiner, sind nun bemüht, die Friesen in das deutsche Lager, so möchte ich es einmal sagen, zu ziehen. In den 1840er Jahren, ja, diesen Menschen möchte ich Ihnen auch noch zeigen, es ist Lorenz Friedrich Mecklenburg von der Insel Amrum. Und er beginnt nun auch tätig zu werden im Sinne dieses romantischen nationalen Gedankens, die Friesen etwas Eigenes. Und er ergreift die Initiative zu einem friesischen Wörterbuch, zu einem ersten gesamt-nordfriesischen Wörterbuch für alle friesischen Dialekte. Aber die deutschen Schleswig-Holsteiner merken, sie kennen Clement, sie haben die Schrift, sie haben die Schriften von Christian Feddersen gelesen. Da könnte sich etwas Eigenes entwickeln in Nordfriesland, was ihnen eigentlich nicht recht ist. Denn sie wollen nicht diesen verderblichen friesischen Separatismus unterstützen, wie sie sich ausdrücken. Sie wollen natürlich, dass das Herzogtum Schleswig mit einem vereinten Deutschland verbunden wird und haben kein Interesse an einer friesischen Sonderentwicklung. Das Massenmedium der damaligen Zeit waren Volksfeste, und die Schleswig-Holsteiner organisieren jetzt in Briedstedt als Mittelpunktsort der friesischen Distrikte, wie es heißt, ein großes Volksfest. 6000 Menschen kommen dort zusammen. Es werden Reden gehalten, es wird nationale Lieder gesungen, es wird das Tanzbein geschwungen, abends auch dem Alkohol zugesprochen. Der Bericht über dieses Volksfest im Husumer Wochenblatt hat folgende Quintessenz: Es war den ganzen Tag nicht Nordfriesland die Losung, sondern Deutschland, deutsches Wesen, deutsches Streben. Und es gelang also die Mehrheit der Nordfriesen mit diesem Volksfest, es gab zwei weitere, hier etwa das zweite Volksfest 1845, gelang es also die Mehrheit der Friesen auf die Seite der deutschen Bewegung, der schleswig-holsteinisch-deutschen Bewegung zu bringen. Warum war das so? Die Friesen hatten ihre friesische Sprache, aber es war in Schule und Kirche Deutsch die gängige Sprache. Das war also die dem Friesischen sozusagen zugeordnete Hochsprache. Und aus diesem Grund haben sich viele Friesen dann eben dieser schleswig-holsteinischen deutschen Bewegung angeschlossen. Stellen wir also an diesem Meilenstein der friesischen Bewegung die Frage, wie war das nun? Sind die Friesen vergessen worden? Nein, das sind sie keineswegs. Die Schleswig-Holsteiner haben ganz mit großer Absicht haben sie eben versucht, die friesische Sonderentwicklung zu ersticken, was ihnen dann letztlich auch gelungen ist. So muss man sagen. Vergessen haben die Friesen vielleicht ihre eigenen Anliegen auch in dieser Zeit. Ein Mann, der dann 1848, es kommt ja zur schleswig-holsteinischen Erhebung, in der sich auch zeigt, dass die Mehrheit der Friesen auf der deutschen Seite steht, kommt im Revolutionsjahr 1848 ein Mann nach Nordfriesland, der hier in Wobbenbüll geboren ist, hier aufgewachsen ist und der dann seine Mission darin gefunden hat, in allen Teilen Europas, ja fast der Welt, für die Freiheit, für die freie Republik zu kämpfen. Das war Harro Haring. Und als er die Nachricht erfährt, dass hier in Schleswig-Holstein die Revolution ausgebrochen ist, die schleswig-holsteinische Erhebung von dänischer Seite Obröhr, also Aufruhr genannt, da geht er in New York, besteigt er ein Schiff, kommt hierher nach Schleswig-Holstein, wird begeistert begrüßt in Tönning von einer riesengroßen Menge, der Mann der Legende, der Sage ist wieder hier. Und Harro Haring hat sich nun ein idealistisches Bild Nordfrieslands bewahrt. Er hat wahrscheinlich auch von diesem deutsch-dänischen Gegensatz, der nun aufgebrochen ist, noch nicht so viel erfahren. Er lädt nun ein, wiederum in Briedstedt, mitten in Nordfriesland, zu einer Versammlung, auf der er sich nun an seine Friesen wenden will.
Er ist überzeugter Republikaner und er ruft seine Friesen auf dem Bredstedter Marktplatz zur Gründung eines friesischen Freistaats auf. Dieses hier habe ich ganz neu gefunden. Das ist der Bericht des Itzehoer Wochenblatts. Das war damals die führende Zeitung in Schleswig-Holstein. Da wird berichtet über Harro Harring. Heute Nachmittag hielt der weltbekannte Herr Harro Harring hier eine Ansprache an seine Landsleute, die Nordfriesen, die sich zahlreich versammelt hatten. Die Hauptidee seiner langen, gelehrten und daher von vielen gewiss nicht verstandenen Rede ist diese: Das Friesenland soll eine freie Republik bilden, keine Einverleibung mit Dänemark, aber auch völlige Trennung und Lossagung von dem übrigen Schleswig-Holstein. Nur in der Republik, niemals in einer konstitutionellen Monarchie, finde eine Nation, mithin auch nicht das Friesenvolk, wahre Freiheit. Sehr gut zusammengefasst, es ist tatsächlich eine sehr gelehrte, auch lange Rede, die er gehalten hat. Hier wird es auf den Punkt gebracht. Er bot sich auch seinen Landsleuten an, mit ihnen zu verhandeln. Vielleicht hatte er auch gemeint, er könne Präsident einer solchen friesischen Republik werden. Aber die große Menge in Schleswig-Holstein löste sich ohne erkennbaren Enthusiasmus, so heißt es in den Berichten, auf. Man hatte inzwischen ganz andere Ideen in Nordfriesland. Das war 1848, am 23. Juli. Die gesellschaftliche und wirtschaftliche Entwicklung in Nordfriesland ganz kurz gezeigt. Es dringt im 19. Jahrhundert die Maschinen, die Technik dringt vor. Das Leben verändert sich unglaublich schnell. Die Eisenbahn kommt nach Nordfriesland, der Fremdenverkehr. Und all das führt dazu, dass man nun auch eine Bedrohung der eigenen Sprache, der eigenen Kultur empfindet. Und man gründet nun erste friesische Vereine. Der erste wird 1879 gegründet in Niebel-Detzbühl. Und es ist wieder ein Mann aus der Familie Feddersen, Friedrich August Feddersen, ebenfalls ein Pastor mit sehr bemerkenswerten Gedichten etwa, die er geschrieben hat. Er gründet also 1879 diesen friesischen Verein. Und wie sich die Zeiten verändert haben, 1864 ist ja Nordfriesland wie auch Schleswig-Holstein zu Deutschland, zu Preußen gelangt. Und es ist jetzt nicht mehr so, wie sein Onkel Christian Feddersen noch formuliert hatte, ein freundlich leuchtender Punkt neben den deutschen und den dänischen Landen, sondern er formuliert jetzt hier, leider dieser Pointer funktioniert, glaube ich, nicht ganz. Wir wollen im friesischen Gewande tragen ein deutsch, ehrlich, fromm und freies Herz. Das ist gewissermaßen die Quintessenz. Also man will die deutsche Nation eben hochhalten, aber auch das Friesische dabei nicht vergessen. Das ist die Tendenz und dieselbe Richtung, die schlägt auch ein der Nordfriesische Verein für Heimatkunde und Heimatliebe, der ja 1902 hier in Husum gegründet wird. Der Vorsitzende des heutigen Vereins hier in Husum, Herr Sanders, ist auch heute Abend da. Also das ist die Zielsetzung dieses Vereins. Der erste Vorsitzende wird August Schulz, Pastor in Husum und dann in Millstedt. Und man könnte mit diesem Gemälde von Karl Ludwig Jessen auch etwa die Stoßrichtung dieses Vereins beschreiben, festhalten an der alten friesischen Kultur, obwohl sie um die Zeit ja fast schon vergangen war. So ein Bild, das war damals schon Idyll, das war nicht mehr die Realität. Also konservierend, bewahrend, das war im Wesentlichen damals die Tendenz des nordfriesischen Vereins. Es gab aber insbesondere auf den Inseln auch bereits erste Friesen, die sagten, das reicht nicht aus, wir müssen mehr für unsere Kultur, insbesondere für unsere Sprache tun, wir müssen sie in die Schulen bringen, wir müssen Wörterbücher schreiben, in die Zeitung muss unsere Sprache und so weiter. Hier sehen wir etwa links Nan Mungard, ein friesischer Feuerkopf, wie er genannt worden ist, und ganz oben sein Sohn Jens, der uns nachher auch noch kurz weiter beschäftigen wird. Der Erste Weltkrieg ist verloren. 1920 tobt der Abstimmungskampf, Deutschland oder Dänemark, das ist nun die Frage. Und
Wieder ist es so, dass die Friesen, es den Friesen es erschwert wird, eine eigene Position zu nehmen, einen eigenen Wert sozusagen auch für ihre Sprache und Kultur zu entwickeln. Wiederum werden sie gewissermaßen zerrieben zwischen der deutschen und der dänischen, den deutschen und den dänischen Bestrebungen. Was soll aus dem Herzogtum Schleswig, was soll werden, deutsch oder dänisch? Das war die beherrschende Frage und da war es schwer, eine eigene friesische Position einzunehmen. Diese Friesenreckengestalt, so wird sie in der Literatur genannt, spricht also aus, Gott wolle uns behüten, dass wir Friesen nicht werden Jüten. Mit Jüten, das war ja ein dänischer Volksstamm, also eine ganz klare Stoßrichtung gegen Dänemark. Wer sich auskennt in der friesischen Farbenlehre, Blau, Rot, Gold, 1929 ist es umgedreht worden, weil man sagte, die Sonne ist oben und das Wasser ist unten, darum ist also Gold, Rot, Blau die Folge. Ein Notgeldschein, oh, jetzt habe ich hier mich verdrückt, Entschuldigung. Wie kriege ich das wieder hin? Ah ja, gut. Oder dieser Notgeldschein etwa aus Wittün auf Amrum, abgeknickter Dannebro, fröhlich flattert die Fahne des deutschen Kaiserreichs. Wittün stimmt Deutsch in Einigkeit und vertraut mit Gott auf bessere Zeit. Ein besonderer Mythos, den umgab Uwe Jens Lornsen, jenen Sylterfriesen, der sich 1830 für eine Verfassung für Schleswig-Holstein eingesetzt hatte. Er war im Grunde ein liberaler Mann und er wurde jetzt verkürzt auf eine nationaldeutsche Heldengestalt, wie man hier diesem Plakat entnehmen kann. Die Abstimmungsberechtigten werden begrüßt etwa in Langhorn, das ist der 14. März 1920, der Tag der Abstimmung in der zweiten Zone, zu der der Norden Nordfrieslands gehörte, oder hier wird auf Wiek werden die Abstimmungsberechtigten begrüßt in Wiek. Eine Riesenveranstaltung in Niebel mit 6.000, 7.000 Menschen, die dort für Deutschland sich aussprechen. Und ich habe vor einigen Wochen hier im Saal über die Einführung des Frauenwahlrechts gesprochen. Darum, dieses Bild ist mir zugesandt worden. Und das hängt auch mit dieser Abstimmung am 14. März zusammen. Es war in Dänemark 1915 das Frauenwahlrecht eingeführt worden. Hier in Deutschland ja dann von der Weimarer Republik schon im November 1918. Und so konnten also auch Frauen sich entscheiden, ob dieses Gebiet nun bei Deutschland verbleiben oder zu Dänemark kommen sollte. Diese Frau stammte aus Enge. Sie wohnte in Breglom. Und der Enkel hat mir dieses Bild geschickt mit der Bemerkung, dass diese Frau die 16 Kilometer von Breglom nach Enge am Tag der Abstimmung gelaufen ist, um dann für Deutschland dort zu stimmen und dann am selben Tag auch noch wieder zurück. Ein Friese stimmt Deutsch, das war die Devise. Und hier sehen wir die Abstimmungsergebnisse. Wir können also sehen, dass fast überall mit 80, 90 oder mehr Prozent für Deutschland gestimmt wurde. Ich führe das wieder sehr stark zurück auf die wirtschaftlichen Verbindungen, aber auch auf die kulturelle Verbindung mit der deutschen Hochsprache, die für die Friesen sicherlich ganz wichtig gewesen ist. Die Gemeinde Klangsbüll konnte ruhmreich darauf verweisen, mit 100% für Deutschland gestimmt zu haben. Die einzigen drei Gemeinden, die für Dänemark stimmten, mehrheitlich das in Nordfriesland, das waren drei Gemeinden im Westen der Insel Föhr. Und der Westen von Föhr war zeitweise direkt mit Dänemark verbunden gewesen. Das ist sicherlich der entscheidende Grund. Es war kein dänisches Nationalgefühl da, sondern es war eine besondere Spielart der konservativen Haltung, so würde ich das interpretieren. Dann wird also die heute ja noch bestehende Grenze gezogen. Hier sehen wir sie bei Rutebüll. Und was in Nordfriesland auf besonders große auf großen Unmut stieß, das war, dass die Stadt Tondern ja eng mit Nordfriesland verbunden. Die Stadt Tondern war auch Kreisstadt des Kreises
Tondern, der ja dann geteilt worden ist. Tondern hatte mit Dreiviertelmehrheit für Deutschland gestimmt, aber da das En-Bloc-System galt, wurde also Tondern abgetreten an Dänemark. Hier der deutschgesinnte Bürgermeister spricht also erhöht, das ist ja eigentlich unglaublich, zum dänischen König, der Tondern jetzt in Besitz nimmt. Das hat also für großen Unmut gesorgt. Man kann sagen, dass dieser Abstimmungskampf mit großer Härte, mit großer Emotion geführt worden ist. Später hat man gesagt, ach, das war alles nicht so schlimm. Aber wenn man sich das ansieht, dann sind Andersdenkende drangsaliert worden. Es hat Boykottmaßnahmen gegeben. Also man darf sich das nicht als irgendwas Idyllisches vorstellen, sondern da ist mit ganz harten Mitteln gekämpft worden. Diese Abstimmung auf die Friesen in doppelter Weise gewirkt. Der nordfriesische Verein, der eigentlich eher beharrend ausgerichtet war, da gibt es nun ganz neue Strömungen. Es wird gesagt, man fühlt sich im Grunde durch die Abstimmung aufgerüttelt. Wir müssen mehr für unsere Kultur, für unsere Sprache tun. Einer von denen, die es taten, war Albrecht Johansen, den Sie hier als Dritten von rechts sehen auf diesem Bild bei der Wörterbucharbeit, ein friesischer Dichter, so kann man sagen, wohl der größte Dichter des friesischen Festlandes, aber auch ein politischer Kopf und ein Stratege, der also sagte, wenn wir an unserer Sprache festhalten wollen, dann müssen wir einen Plan entwickeln, dass sie in die Schulen kommt. Er wollte sogar Schulen mit friesischer Unterrichtssprache einrichten auf längere Sicht. Also er hat sich intensiv eingesetzt für diese Sprache. Er schrieb, eine Tropfenkur hilft nicht mehr. Es müssen Mittel angewandt werden, die in sich die Kraft zum Emporreißen tragen. Also der nordfriesische Verein ist ganz klar national auf der deutschen Linie, aber er will sich nun stärker für die friesische Sprache und Kultur einsetzen. Es gab auch einige Friesen, die für Dänemark votierten, mit den Gründen, eine kleine Gruppe wie die Friesen, die wird es in einem kleinen Staat wie Dänemark leichter haben. Dänemark sei liberaler und werde auch so kleine Gruppen dann stärker fördern. So etwa argumentierte dieser Mann hier, es ist Cornelius Petersen aus Tarting in Eiderstedt. Ein ganz ungewöhnlicher Mann, der nun in dieser Abstimmungszeit mehrere Flugschriften veröffentlichte. Er wollte nicht, dass das alte Herzogtum geteilt wird und sagte, dann gehen wir eben ganz nach Dänemark. Und was ich eben schon ausführte, er hat sich sehr dann auch für die friesische Kultur und Sprache interessiert und sagte, dafür wird Dänemark ein offeneres Empfinden haben und die Friesen stärker fördern. So veröffentlichte er im Jahr 1920, einige Monate nach der Abstimmung, eine Flugschrift mit dem programmatischen Titel Die friesische Bewegung. Und er wollte damit seine Friesen aufrütteln. Er war sogar nach Harro Harring der Zweite, der sagte, wir brauchen eigentlich letztlich bräuchten wir fast einen eigenen Staat. Also er wollte den Friesen einen besonderen Eigenwert wiederum geben, hat später dann in Nordschleswig, wie Sie hier sehen im Hintergrund, ein Hauberg, er zog in die Nähe von Tondern, hat dort einen Bauernhof nach Eiderstedter Vorbild errichtet, in Westerantflot. Er spielte dann also eine problematische Rolle in der Bauernbewegung in Nordschleswig. Im Grunde hat dieser Mann auf seinen Gedanken dann aufgebaut. Es ist Johannes Olsen aus Klokris, der nun 1923 gründet den sogenannten Friesisch-Schleswigschen Verein. Und diese Vereinigung wurde dann bald darauf nur noch die Nationalen Friesen genannt. Nationalen Friesen nicht, weil sie einen eigenen friesischen Nationalstaat gründen wollten, sondern weil sie dem Friesischen neben Deutsch und Dänisch einen besonderen eigenen Wert einräumen wollten. Das war die Zielsetzung.
ein mutiger Mann. Er stand damit ja ganz allein damals mit diesem Gedanken. Auch ihm sind die Fenster eingeworfen worden in Risum-Lindholm. Er wurde drangsaliert und ähnliches, hat dazu gestanden, war übrigens auch der Einzige, wurde dann in den Kreistag gewählt für die Liste Friesland. So viel Eigenständigkeit wollte er für die Friesen, dass er eine eigene kleine friesische Partei sogar gegründet hat. Und als 1933 der Kreistag von Südtondern, wie alle anderen, gleichgeschaltet wurde, war er der einzige Abgeordnete, der sagte, das kann nicht sein, ich bin frei gewählter Abgeordneter. Senden Sie mir bitte einen Haushaltsplan, ich gehe von meinen Rechten nicht ab. Eindrucksvoll, das zu sehen. Und er setzt sich nun also für die nationalen Friesen ein. Und um diese Zeit wird in Genf der Europäische Nationalitätenkongress installiert, also eine Vertretung von vielen Minderheiten in ganz Europa. Und Olsen meint, da müssen auch die Nordfriesen eine Plattform haben. Er verbündet sich, er hatte sich auch in der Abstimmungszeit bereits für Dänemark ausgesprochen, weil er meinte, die Friesen haben dort bessere Möglichkeiten. Er verbündet sich mit der dänischen Minderheit. Und die dänische Minderheit und auch die damals recht große polnische Minderheit hier in Deutschland verlangen also nun in Genf, dass die Friesen zugelassen werden als eigene Minderheit. Daraus entwickelt sich eine große Debatte, so klein die Gruppe ist, eine große Debatte. Es kommt sogar zur Spaltung dieses Nationalitätenkongresses, weil man sich über die Friesenfrage, die damals durch alle Gazetten ging, nicht einig werden konnte. Das ist sein Widerpart. Rudolf Muus, wieder ein Mann, der in Tarting übrigens tätig ist, er ist Pastor in Tarting, ist aber in Flensburg geboren, bezog sich auf eine friesische Großmutter und er wird nun bald Vorsitzender des Nordfriesischen Vereins, den er sehr stark wieder auf nationaldeutsche Richtung bringt. Aber als dieser Gedanke aufkommt, dass die Friesen in Genf im Nationalitätenkongress vertreten sein soll, da kann er dem einiges abgewinnen. Er sagt ja, eine friesische Minderheit, das wäre doch eigentlich eine gute Sache, da könnten wir doch etwas erreichen für uns. Davon kommt er dann ganz schnell ab, weil hinter den Kulissen dieser Mann wirkt. Und über ihn, diejenigen, die in Appenrade waren, haben von Peter Hopp, der eine große Arbeit über ihn geschrieben hat, die im nächsten Jahr von der Gesellschaft für schleswig-holsteinische Geschichte herausgegeben wird. Er ist also Abgeordneter der deutschen Minderheit in Kopenhagen, die führende Gestalt dort. Und er korrespondiert mit Muus und sagt ihm, eigene Minderheit, das kommt gar nicht in Frage. Wir wollen die Grenze doch wieder nach Norden verschieben. Da können wir nicht eine eigene kleine friesische Minderheit da gebrauchen. Wir brauchen eine feste, klare deutsche Front. Und Rudolf Muus schwenkt sofort ein, Schmidt-Wodder ist für ihn die Autorität und sagt, ach ja, natürlich, da machen wir mit, das hatte er noch gar nicht so bedacht. Und so kommt es auf einer Jahresversammlung 1926 in Bomstedt zu einem Beschluss über die sogenannten Bomstedter Richtlinien, die in die Geschichte Nordfrieslands eingegangen sind. Wir lesen sie hier, wir Nordfriesen sind deutsch gesinnt. Wir fühlen uns mit Schleswig-Holstein und der deutschen Kultur seit Jahrhunderten verbunden. Im Rahmen dieser Kultur wollen wir unsere Stammesart wahren. Wir wünschen, dass unsere Sprache in Schule und Kirche in friesischem Sprachgebiet gepflegt wird. Wir lehnen es ab, als nationale Minderheit betrachtet zu werden. Also eindeutig, man will nicht eine nationale Minderheit sein. Und es geht los mit einer Unterschriftensammlung. Gut 13.000 Menschen unterschreiben nun diese Bomstedter Richtlinien. Das ist eine große Meinungsäußerung gewesen. Es ist sicherlich ganz klar die weit überwiegende Mehrheit der Friesen gewesen. Aber mit allen Begleiterscheinungen so einer öffentlichen Unterschriftenaktion. Man hat wahrscheinlich auch gar nicht sich überlegt, was bedeutet das überhaupt, nationale Minderheit zu sein. Man hat damit sofort verbunden, wenn nationale Minderheit, das hat bestimmt irgendwas mit Dänisch oder so zu tun. Darum wollte man dieses nicht. Und es war auch
im Sinne der Grenzpolitik in Deutschland nicht, dass eine eigene friesische Gruppe, eine eigene friesische Minderheit sich etablieren würde. Es gibt Dokumente, die im Bundesarchiv bewahrt werden vom Bundesinnenministerium, auch vom Bundesaußenministerium mit der wörtlichen Aussage, es ist nicht im Interesse des Deutschen Reiches, dass die Friesen sich zu einer eigenen Minderheit entwickeln. Eben aus diesen grenzpolitischen Gründen. Und so wurde diese Unterschriftenversammlung auch vom Oberpräsidium in Kiel, also von der Regierung, finanziert. Man kann hier wieder fragen, an diesem Meilenstein friesischer Geschichte, wurden die Friesen vergessen? Nein, sie wurden überhaupt nicht vergessen. Man hatte ganz genau im Blick, was hier geschieht. Man hat dafür gesorgt, dass sich nicht eine eigene Minderheit etwa entwickelt. Und vielleicht ist es doch wieder so gewesen, dass die Friesen sich auf eigene Anliegen kaum besonnen haben. Einige Impressionen aus dieser Zeit. Es wird gefeiert 1926, der 500. Jahrestag der Siebenhardenbeliebung, als sich Friesen eigene Rechte gegeben haben. Es wird nun zum ersten Mal ein Friesenkongress mit Vertretern aus Ost-, Nord- und Westfriesland begangen in Jever. Die friesische Tradition wird gelebt in vielen Dörfern Nordfrieslands. Die Verbindung zur Kirche ist nach wie vor stark. Aber es gibt auch in diesen kurzen goldenen 20ern ein anderes Bild, etwa hier in Westerland, leichteres Leben, und das wurde von Einheimischen auch durchaus kritisch gesehen. Der Hindenburgdamm, der damals vom Direktor der Reichsbahn so benannt worden ist, wird vom Reichspräsidenten eingeweiht 1927. Es rumort im Landvolk, die Bauern fühlen sich zu schlecht behandelt. Wahrscheinlich eine der größten Demonstrationen, die es jemals hier in Husum gegeben hat, 1928 vom Landvolk, von Bauern und vom Handwerk, das sich ebenfalls zerrieben fühlte in jener Zeit. Und es kommt ja zur Landvolkbewegung mit dem Eiderstädter Wilhelm Hampkins an der Spitze. Und er hat sich für die Zeitung Das Landvolk ein friesisches Motto also genommen, Leverdurt, Slav, lieber Tod als Sklave. Diese Grafik zeigt die Wahlergebnisse im Kreis Südtondern damals. Wir können erkennen, dass das rechte Spektrum zunächst ganz oben, das rechtsradikale Spektrum, relativ klein war, allerdings die reaktionäre Deutsch-Nationale Volkspartei schon relativ stark, und dass wir dann 1932 eine unglaublich starke NSDAP haben in Südtondern. Das geht bis zur Märzwahl 1933 auf 73,5%, eines der höchsten Ergebnisse der NSDAP im ganzen Deutschen Reich in Südtondern. Das hat viele Gründe. Das ist nicht das Thema. Die Friesen haben die friesische Freiheitstradition, die nicht nur Legende war, sondern die es auch gegeben hat, in dieser Phase zumindest vergessen. Es werden nun die Friesen zu nordischen Menschen stilisiert, zu Edelgermanen, zu besonders arischen Menschen. Dies kommt etwa zum Ausdruck im Film Der Schimmelreiter, der unter großer Beteiligung hier gedreht wird und dann hier in Husum auch die Premiere hat. Anfang 1934, 1933 ist er gedreht worden. Hauke Hain wird so als nordische Führergestalt dort stilisiert. Oder auch solche Gemälde zeigen die heroische Rolle des nordischen friesischen Menschen. Es gibt Schädelvermessungen und Ähnliches. Und einer von ganz wenigen Regionaldichtern in Deutschland, die sich gegen den Nationalsozialismus gestellt haben, das war dieser Mann, Jens Mungart von der Insel Sylt, der friesische Gedichte schrieb, in denen er sich gegen Gleichschaltung, gegen Antisemitismus und weitere Begleiterscheinungen des Nationalsozialismus ausgesprochen hat, bekam Schreibverbot und ist im KZ Sachsenhausen nahe Berlin dann umgekommen.
Die friesische Kultur wird von den Nazis im Grunde heroisiert, so kann man sagen. Aber die friesische Sprache, die wird vernachlässigt. Der Schulunterricht wird zurückgefahren. Da kann man auch wieder in internen Dokumenten sehen, das passt nicht zu dem, was wir Nationalsozialisten wollen. Ein Volk, ein Reich, ein Führer, da passt nicht, passen keine friesischen Sonderbestrebungen. Und es darf von einer friesischen Minderheit, Olzen hielt daran fest, an diesem Gedanken, darf nicht mehr öffentlich die Rede sein. Am schlimmsten zu leiden unter dem Zweiten Weltkrieg hatte, was Nordfriesland angeht, sicherlich die nordfriesische Insel Helgoland, die ja zu Anfang 1945 in Staub und Asche gelegt worden ist. Zum zweiten Mal mussten alle Helgoländer ihre Insel verlassen. Nach dem Ende des Kriegs jetzt eine ganz neue Situation. Die dänische Minderheit, die uns heute so selbstverständlich hier in Schleswig-Holstein und in Nordfriesland erscheint, war in Nordfriesland eine ganz, ganz kleine Gruppe. Es waren vielleicht zwei oder drei Handvoll. Das können wir uns heute kaum vorstellen. Aber diese dänische Minderheit wird nun fast zur Mehrheit unter den Einheimischen. Das hängt sicherlich zusammen mit dem, was im Weltkrieg geschehen war. Man ist völlig desillusioniert, auch vom nationalen, vom deutschen Nationalismus. Davon will man nichts mehr wissen. Die große Not spielt eine Rolle. Die Flüchtlinge, die hier ankommen, also es sind ganz, ganz viele verschiedene Ursachen. Dafür auch die Verbrechen, die man nun erkannt hat, die in der Zeit des Nationalsozialismus geschehen sind. All das spielt eine Rolle, dass sich viele Menschen nun nach Norden orientieren. Und so kann man sagen, dass um diese Zeit unter den Einheimischen, auch in Nordfriesland, wahrscheinlich die meisten sich hätten Dänemark am liebsten anschließen wollen. Der SSW wird 1948 gegründet, übrigens auch mit sehr negativen Äußerungen gegen die Flüchtlinge, die hierher gekommen sind, und es entstehen nun in Nordfriesland dänische Schulen. Es hatte bis dahin eigentlich nur in Ladelund eine kleine und in Tönning eine dänische Schule gegeben, worauf dann Johannes Olsen, der jetzt immer noch Vorsitzender der Nationalen Friesen ist, als die dänische Schule in Tönning eingerichtet wurde, sagte er der dänischen Minderheit, das geht eigentlich nicht, das ist friesisches Gebiet. Wenn, dann soll das hier eine friesische Schule sein. Und nun hat sich eben die ganze Situation völlig verändert. Auch die nationalen Friesen meinen nun, es ist eigentlich das Beste für Nordfriesland, wenn die Grenze verschoben wird, wenn sie zu Dänemark kommen. Darum unterstützen die nationalen Friesen die dänischen Schulen in dem Gedanken, da wird sicherlich die friesische Sprache auch besonders gefördert werden. Man sprach von Heimatschulen, das sollten Heimatschulen sein. Wobei man, wenn man sich ansieht, ich habe eine kleine Analyse vor einigen Jahren darüber gemacht, wird man feststellen, dass an den dänischen Schulen, den dänischen Privatschulen, die friesische Sprache wahrscheinlich schlechter berücksichtigt ist als an den deutschen Schulen. Also dieser Gedanke ist überhaupt nicht Realität geworden. Man kann sagen, dass sowohl die nationalen Friesen ihre friesischen Anliegen damals vergessen haben, um das Wort wieder zu gebrauchen. Und der nordfriesische Verein hat sich nun ganz und gar auf die deutsche Seite gestellt, dem Schleswig-Holsteinischen Heimatbund, der ein Grenzverband damals gewesen ist, angeschlossen. Und es ging nur darum, die deutsche Seite eben in diesem Grenzkampf zu unterstützen. Also das ist die Phase, in der am ehesten die Friesen sich vergessen haben, und vielleicht auch deshalb wurden sie von der Politik ganz und gar vergessen. Das sind die Marksteine der Minderheitenpolitik in Schleswig-Holstein bald nach dem Zweiten Weltkrieg. Es ist die Kieler Erklärung, die der dänischen Minderheit besondere Rechte gibt, und es sind die Bonn-Kopenhagener Erklärung von 1955. Wenn man sich die Kieler Erklärung ansieht, dann wird also dort gesagt, es ist jeder darf sich frei zur dänischen Minderheit bekennen, es wird der Minderheit einige Rechte gegeben. Und dann gibt es am Schluss die sogenannte Friesenklausel.
Und da wurde immer gesagt, ja, da sind sie doch, die Friesen. Aber diese sogenannte Friesenklausel, auch das habe ich ziemlich genau untersucht, besagt eigentlich nur, auch Friesen dürfen sich zur dänischen Minderheit bekennen. Das ist aber eigentlich selbstverständlich. Aber von einer friesischen Gruppe, einer friesischen Minderheit ist überhaupt nicht die Rede. Das hatte man überhaupt nicht im Blick. Wieder war alles nur auf Deutsch und Dänisch ausgerichtet. Und als dann die Bonn-Kopenhagener Erklärung unterzeichnet wurden, da war von den Friesen überhaupt keine Rede mehr. Die Friesen haben sich heftig befehdet in dieser Zeit. Man kann sagen, sie haben sich noch, deutschgesinnte und dänischgesinnte Friesen haben sich noch befehdet, als dieser Kampf eigentlich schon fast obsolet war. Da wurden immer noch diese Nachhutgefechte geführt. Aber es gab doch eine gewisse Befriedung, eine gewisse Aufweichung der Fronten durch die Gründung des Friesenrates, heute heißt er Interfriesischer Rat, der die Verbindung zwischen Nord-, Ost- und Westfriesland herstellen sollte. Das ist die Gründung 1956 in Leer. Und insbesondere die Westfriesen wirkten nun auf die Streithähne in Nordfriesland ein und sagten, Mensch, ihr habt doch auch eigene Anliegen, vergesst das nicht. Hier haben wir nochmal den friesischen Küstenraum. Übrigens zum 50. Jahrestag der Gründung dieses Friesenrats gab es ja die erste, bisher einzige friesischsprachige Briefmarke, die herausgekommen ist. Und es gab dann ebenfalls einen gewissen Auftrieb durch die Westfriesen, auch durch das Vorbild der Westfriesen, in dem dann 1965 in Bredstedt das Nordfriesk-Institut als zentrale Einrichtung für die friesische Sprache, Geschichte und Kultur auf wissenschaftlicher Grundlage gegründet worden ist. Es gab schon seit 1948 einen Verein, der das anstrebte, das gelang zunächst nicht. Hat auch sicherlich zur Befriedung beigetragen, obwohl auch um dieses Institut enorme Gefechte ausgetragen worden sind. Dieses Institut hat von Anfang an darauf Wert gelegt, wissenschaftlich zu arbeiten, und das bedeutet nicht irgendwie auf deutscher oder auf dänischer Linie zu fahren und darauf festgelegt zu sein, sondern eben objektiv die Dinge zu betrachten. Und das hat sowohl auf deutscher wie auch manchmal auf dänischer Seite durchaus zu Anfeindungen geführt. Der nächste wichtige Schritt, die Gründung des Kreises Nordfriesland im Jahre 1970. Zum ersten Mal wurden nun die verschiedenen Teile Nordfrieslands in einer Gebietskörperschaft, in einer Einheit zusammengefasst. Also ein wahrhaft historisches Ereignis, das muss man sagen, zum allerersten Mal in der friesischen Geschichte. Alle stimmt übrigens nicht, denn die Insel Helgoland kam ja leider nicht dazu. Dieser Kreis Nordfriesland war immer mal in der Diskussion, er ist aber damals nicht von Friesen herbeigeführt worden, sondern diese waren sich sogar ganz uneinig. Entschieden worden ist es auf Landesebene vom Schleswig-Holsteinischen Landtag. Und der damalige Vorsitzende des Friesenrates war Landtagsabgeordneter, er kam aus Südtondern, und in Südtondern wollte man so gerne den eigenen Kreis behalten, aus vielen Gründen, auch aus wirtschaftlichen Gründen. Der Vorsitzende des Friesenrats stimmte also im Schleswig-Holsteinischen Landtag gegen den Kreis Nordfriesland. Das muss man sich auch einmal vorstellen. Die nationalen Friesen übrigens haben sich ganz einig für den Kreis Nordfriesland ausgesprochen. Und das war dann auch die entscheidende Stimme im Schleswig-Holsteinischen Landtag, die des friesischen SSW-Abgeordneten Berthold Bahnsen, die dann zur Kreisreform geführt hat. Der Kreis hat sich ja vor vier Jahren eine Hymne gegeben, wahrscheinlich der einzige Kreis in ganz Deutschland mit eigener Hymne und dann noch mit einer mehrsprachigen Hymne. Und sie basiert auf dem Flaggenlied von Albrecht Johansen, den ich Ihnen vorhin schon gezeigt habe. Göll, Rüd, Wehen, Gold, Rot, Blau wird dort also besungen. Es ist nach meiner Auffassung die am wenigsten chauvinistische Hymne der Welt. Ja, wie geht es weiter in also in dieser Phase 1970, wie war es? Ich glaube, die Friesen haben teilweise auch ihre eigenen Anliegen da
vergessen, denn sonst hätte man sich doch viel entscheidender für diese Einheit einsetzen müssen. Es kommt nun in den 70er und 80er Jahren in ganz Europa, muss man sagen, zu neuen Gedanken. Kleinen Sprachen und Kulturen wird neuer Wert gegeben. Der Regionalismus kommt auf, der Wert der Zweisprachigkeit wird auch durch Forschung jetzt belegt. Und in Nordfriesland ist es so, dass nun die verschiedenen friesischen Vereine sehen müssen, wie stark die eigene Sprache und Kultur bedroht ist. Das ist unübersehbar geworden. Und man sammelt sich hinter gemeinsamen Forderungen, mehr friesischer Schulunterricht, mehr Friesisch im Radio, bessere Förderung der friesischen Einrichtungen und ein wesentlicher Punkt, Aufnahme in die Landesverfassung. Also damit tritt man jetzt an die Öffentlichkeit und man hat nun auch Erfolg damit. Es wird ein Friesengremium beim Landtag eingerichtet. In der Landesverfassung wird der friesischen Volksgruppe, wie man sie dort nennt, Schutz und Förderung zugebilligt. Und es kommt dann 2004, novelliert 2017, zum Friesischgesetz, das dafür sorgt, dass die friesische Sprache, wenn Sie einmal darauf achten, sichtbar wird, wie zum Beispiel hier auf diesen Bahnhofstafeln. Auf der Bundesebene hat es länger gedauert. Es war schwierig, die Bundesregierung davon zu überzeugen. Ich kann mich selber noch daran erinnern, dass Friesisch eine eigene Sprache ist und nicht Deichplatt oder Dünendänisch. Also das waren tatsächlich Meinungen, die dort kursierten. Aber dann gab es nun auf europäischer Ebene, auch im Sinne dieses Regionalismus, das Rahmenübereinkommen zum Schutz nationaler Minderheiten. Und in diesem wird die friesische Volksgruppe, werden die Friesen den anderen Minderheiten in Deutschland gleichgestellt. Und nach langem Kampf gelang es auch, die friesische Sprache in die europäische Charta der Regional- oder Minderheitensprachen aufzunehmen. Beides Initiativen des Europarats. Daraus sind Bundesgesetze geworden, also das ist in Deutschland so festgelegt, dieser Schutz auch für die friesische Sprache. Es kam dann zu einer Projektförderung durch den Bund, in kleinem Rahmen, so muss man wirklich sagen, wie ohnehin die Förderung der friesischen Gruppe, wenn man sie vergleicht mit der deutschen Minderheit in Nordschleswig oder insbesondere auch mit der dänischen Minderheit hier, nur über einen Bruchteil der Fördersumme verfügt, das sind vielleicht 2-3%, obwohl man ja sagen muss, dass etwa die dänische Minderheit oder auch die deutsche Minderheit es doch sehr viel leichter hat. Einmal ist es einfacher, auch die Identität der Gruppe klarer zu machen, wenn man sagt, ja, da gibt es ja diesen deutschen oder diesen dänischen Staat, je nachdem. Und es kann zum Beispiel die deutsche Minderheit natürlich deutsche Schulbücher und so weiter verwenden. Die dänischen Schulbücher, während ja für die Friesen alles erst entwickelt werden muss. Und insofern ist ja dieses Missverhältnis in der Förderung doch eklatant. Aber es sei den Minderheiten jeder Euro gegönnt und gewünscht. Aber das ist, glaube ich, eine reale Feststellung. Und es gibt seit 2005 einen Beirat beim Bundesinnenministerium. Es sind 4 Gruppen also nun in Deutschland als nationale Minderheiten anerkannt. Die Dänen natürlich, die Sorben, die Deutschen Sinti und Roma und dann die Friesen. Seit 2005 unterhalten sie ein gemeinsames Minderheitensekretariat in Berlin und ihre gemeinsame Forderung, die inzwischen wieder neu belebt worden ist, Minderheitenrechte sollen auch im Grundgesetz verankert werden. Hier sehen wir einmal die recht komplizierte Struktur der friesischen Volksgruppe. Wir haben also den Friesenrat, links rot die Fries for Ining, so heißen die nationalen Friesen seit einigen Jahren, in der Mitte den nordfriesischen Verein mit vielen angeschlossenen Ortsvereinen und dann rechts sozusagen die wissenschaftliche Seite. Es spiegelt sich im Grunde, Fries for Ining, nordfriesischer Verein, spiegelt sich noch die Geschichte der friesischen Bewegung und man sollte darüber nachdenken, sie zu vereinfachen,
sie auch stärker zu demokratisieren. Das ist aber meine persönliche Meinung. Im Rundfunk spielen die Friesen ja ein Schatten, haben sie ein Schattendasein, werden stiefmütterlich behandelt. Wohl kaum eine Minderheit in Europa wird so schlecht vom öffentlichen Rundfunk behandelt wie die Nordfriesen vom NDR. Das ist auch so. Und das ist nicht unbedingt Vergesslichkeit, sondern man meint, man muss eben die Quote bringen, und wenn man Friesisch sendet, dann schalten ja alle Leute ab. Auch an den Schulen ist es ja so, dass die dänische und auch die deutsche Minderheit eigene Privatschulen haben, die mit vielen Millionen ja gefördert werden, während, wenn überhaupt, die friesische Sprache, und man muss auch sagen, wenn überhaupt, sie mit ein, zwei Wochenstunden an den Schulen nur berücksichtigt wird. Das ist im Grunde ein Schnupperkurs, so muss man sagen, und an den weiterführenden Schulen, mit der Ausnahme des Gymnasiums auf der Insel Föhr, findet Friesisch dann praktisch nicht statt. Das ist die Situation. Ich komme zur Bilanz, meine Damen und Herren, habe die Zeit damit recht gut eingehalten, die mir gegeben worden ist. Wenn wir eine Bilanz ziehen, einen Ausblick wagen, dann würde ich meinen, dass in dem Minderheitenmodell Land Schleswig-Holstein, so wird es ja immer wieder bezeichnet, es bisher eine konsequente Förderung der friesischen Sprache und Kultur, die diesen Namen verdient, höchst selten gegeben hat. Man muss feststellen, die nordfriesische Sprache gehört zu den am schlechtesten geförderten in ganz Europa. Ich würde meinen, dass natürlich so eine Fundamentalkritik nicht unbedingt weiterführt, auch soll man sich vor Traumtanzerei hüten, aber es wird, so meine ich, gebraucht eine an der Realität ausgerichtete Planung mit klaren Zielen, und man könnte mit Albrecht Johansen, der in den 20er Jahren dieses so formuliert hat, sagen, eine Tropfenkur hilft nicht mehr. Es müssen Mittel angewandt werden, die in sich die Kraft zum Emporreißen tragen. Die Friesen sind keine vergessene Minderheit. Sie waren es mit wenigen Ausnahmen im Grunde nie. Man hat die Friesen immer im Blick gehabt. Man hat manchmal ganz gezielt auch von staatlicher Seite dagegen gearbeitet, dass sich Friesen zu einer Minderheit entwickelt. Ich meine, sie sind eine geschichtlich verspätete Minderheit, aus Gründen, die ich Ihnen versucht habe aufzuführen. Und vor allem deshalb wurden und werden sie in der Förderung so stark vernachlässigt. Sie sind in der Gegenwart, und auch das ist immerhin ein Erfolg, eine vollauf anerkannte Minderheit bzw. Volksgruppe, und Politiker schmücken sich ja auch gerne mit friesischer Folklore, sehr gern mögen es Politiker, wenn eine junge Frau in friesischer Tracht neben ihnen steht. Für das Bikebrenn 2021, so habe es mir gesagt worden, hat sich sogar der Bundespräsident angesagt. Eine vergessene Minderheit waren die Friesen im Laufe der Geschichte vor allem dann, wenn die Friesen sich selbst vergaßen. In der Gegenwart könnte man sich wünschen, dass sie mutiger auftreten, dass sie eine klare Strategie für ihre Sprache und Kultur entwickeln und vertreten. Nun habe ich in diesem ganzen Vortrag über die Friesen kaum ein Wort auf Friesisch gesagt, und ich möchte darum schließen mit einem friesischen Gedicht, das meines Erachtens ganz gut passt zu unserem Thema. Es wurde geschrieben von Elise Heidmann, und ist wohl etwa in den 1970er Jahren von ihr verfasst worden. Das Gedicht heißt Die Frasche Hamlet, also der friesische Hamlet. Wese und die Eiwese, dort erst die Frage. Eiblot vor Fraschlern in die Frasche Sorge. Entvölklig Schecksolz, don't bolstall, wann niemen ham bis Littewall. Wann glickgülig het, züng am ham grabt, dort giel en götch en gaue dege, jam amt gemien zur mühl beträge. Wese und die Eiwese, dort hungt Ei auf von Tolle, von ab en dill en schaule Schörke, von Metinge en Utterwerke, dort leid bei de Orline.
Wes wat du bast, en wat du bast, wes hiel. Aus bast du laven düd. Let audere au das wese, let jam to frese, wanns de o kritisiere. Du schetet vor die Silif liere. Blut den laven kon bewisse, vor audere en vor de jas drucht, wat den auer Thüringen durcht. Und da Sie vielleicht nicht alles verstanden haben, übersetze ich es Ihnen ungefähr. Sein oder nicht sein, das ist die Frage. Nicht nur für Friesland und die friesische Sache. Ein folgliches Schicksal, folglich also vom dänischen Philosophen Grundtvig abgeleitet. Ein folgliches Schicksal steht bald still, wenn keiner sich entschließen will. Wenn Gleichgültigkeit so um sich greift, dass Geld und Gut und gute Tage euch um das gemeinsame Ziel betrügen. Sein oder nicht sein, das hängt nicht auf von Zahlen, vom Auf und Ab in Schulen und Kirchen, von Sitzungen und Äußerlichkeiten, das liegt bei dir alleine. Sei, was du bist, und was du bist, sei ganz, sonst bist du lebend tot. Lass andere anders sein, lass sie zufrieden, wenn sie dich auch kritisieren. Du sollst es für dich selber lernen. Nur dein Leben kann beweisen, für andere und für dich selber erst recht, was deine Überzeugung taugt. Ja, fode tonk dat jamme tohiet hebe.